du bist es. Tut mir leid, ich hätte im Camp Bescheid sagen sollen. Der Kleine wird von allen so kalt angestarrt. Da dachte ich, ich gehe ein bisschen mit ihm spazieren. So still ist es hier. Alles verliert sich in der Weite des Sternenhimmels. Wenn nach einer schlimmen Nacht endlich der Morgen anbricht und alles in sein tröstendes Licht taucht, dann wird mir oft nur noch beklommener ums Herz. Als müsste jetzt alles gut sein. Aber das ist es nicht. Durch Eorzea zu reisen mag mich stärker gemacht haben. Aber es tut mir doch immer noch so weh, Leid mit anzusehen. Bei der siebten Katastrophe hat mein Großvater Shalian verlassen und sein Leben gegeben, um Eorzea zu schützen. Ich habe damals nicht verstanden, warum. Was war daran so wertvoll, um dafür zu sterben? Ich war so wütend und traurig. Mich und all die, denen er wichtig war, hatte er im Stich gelassen, nur um ein paar Landstriche voller Mühsal und Willkür zu retten. Aber er musste doch einen guten Grund dafür gehabt haben. Also machte ich mich auf die Suche nach den Hintergründen der Katastrophe, in der Hoffnung, den Wert dieser Welt zu entdecken. Ich bin weit gereist und habe viel gesehen. Nicht nur Schönes und Interessantes, sondern auch vieles, das mich verständnislos oder zornig machte. Und ich musste erleben, jemanden nicht retten zu können. Gerade als wir Vertrauen zueinander gefunden hatten. In so einem Moment musste ich an früher denken. Daran, wie Großvater nach Eorzea gehen wollte, um die Katastrophe aufzuhalten und wie mein Vater ihn davon abzubringen versuchte. Großvater hatte entgegnet, es wäre grob fahrlässig, Hilfe zu verweigern, zu der wir fähig sind, und unzivilisiert obendrein. Und plötzlich verstand ich, das war die Antwort, die ich gesucht hatte. Es ging nicht darum, was mehr oder weniger wert war, sondern darum, dass er helfen konnte. Und daher tat er es. Auf einmal war ich versöhnt. Ich fühlte mich den Leuten, die ich unterwegs getroffen hatte, ganz nahe. Und auch Alphino und Uriangé, obwohl sie doch malmenweit entfernt waren. Als ob sie an meiner Seite wären, auch als ich ganz allein den Kriegern der Dunkelheit nachschlich. Tut mir leid. Ich rede ja nur von mir. Erzähl doch einmal von deinen Erlebnissen. Was hast du denn in Ishgard gesehen? Der Drachenreiter und die Anführerin der Heretiker. Da warst du ja mit äußerst unterschiedlichen Reisegefährten unterwegs. Du hast bestimmt als verbindendes Element gewirkt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr all das sonst gemeinsam durchgestanden hättet. Es ist wirklich viel passiert. Viele Leute haben ihre Hoffnung in dich gesetzt. Und das zu Recht. Aber der Weg geht noch viel weiter. Solange es einen Morgen gibt, müssen wir die Aufgabe weiterführen, die man uns in die Hände legte. Ein Lichtkristall. So sehr ihr das Licht verabscheut, könnt ihr euch doch nicht davon trennen. Du weißt genau, dass er nur ein Mittel zum Zweck ist. Also, worum geht's?
Die Saat, die ihr in Lanoscea gesät habt, ist verdorrt. Titan wurde von den Helden dieser Welt besiegt. Die Beschwörung wurde zwar durchgeführt, doch nicht in der vollen Stärke. So kann das Verlangen nach einem mächtigeren Gott nicht angefacht werden. Und was sagt die Weißkutte dazu? Nur, dass wir nicht von unserem Plan abweichen sollen. Verdammt nochmal, uns läuft aber die Zeit davon! Der Bund der Morgenröte ist nun nicht mehr mit den Umbrüchen in Ishgard befasst. Er hat euch als Gegner erkannt und wird zu einem ernsten Hindernis werden. Ach, über deine Kameraden weißt du gut Bescheid, was? Ich möchte mal wissen, wer von uns sich hier nicht vom Licht trennen kann. Nennen Sie nicht Kameraden. Ich frage lediglich, wie ihr nun vorgehen wollt. Die Diener der Dunkelheit sind nicht die einzigen, die Chaos verbreiten können. Wenn es dir nicht behagt, untätig der Entwicklungen zu harren, dann ergreife selbst das Ruder. Die Gelegenheit ist günstig. Vernichte nur die Helden dieser Welt. Mehr ist nicht nötig, um das Gleichgewicht zu kippen. Und alles versinkt in einem Strudel der Zerstörung. Was redest du da? Es wäre grob fahrlässig, Hilfe zu verweigern, zu der wir fähig sind. Und unzivilisiert obendrein. Die Worte meines Meisters, die ich verinnerlichte. Ich fühle mich verpflichtet, euch einen Ausweg aufzuzeigen. Dann lockt diese Hampelmänner herbei. Wir machen dem Spiel ein Ende. Jawohl. Unsere Freunde werden sich darum kümmern. Ich habe eure Worte nicht vergessen, Meister. Doch eine Welt zu retten, ohne jeglichen Schmerz zu bereiten, dafür reichen meine Kräfte nicht. Minfilia, meine Freunde, ich bitte euch nicht um Vergebung, denn es kann nicht vergeben werden. Und doch muss ich voranschreiten, so schmerzlich es ist. Moonbreeder, du wärst bestimmt auf dem Weg geblieben, an den du glaubtest.
Thank you.
Kameraden, 20 Jahre ist es nun her, dass unsere Heimat Alamigo von galäischen Truppen besetzt wurde. Wir waren ein leichtes Opfer, unsere Kräfte geschwächt und die Stadt nach dem Sturz von Theoderik im Chaos versunken. Kaum war die Schreckensherrschaft des alten Despoten beendet, hat sie einem noch schlimmeren Übel Platz gemacht. Der Unterdrückung durch die Galea. Kein Tag ist seit der Flucht vergangen, an dem ich nicht an meine verlorene Heimat und meine zurückgelassenen Gefährten denken musste. Ich bin sicher, dass es euch genauso geht. Ich will, dass ihr es euch vergegenwärtigt. Inmitten hoher Berge blitzt eine Reihe von eisernen Festungen. Sie wurden von unseren Brüdern und Schwestern in Zwangsarbeit erbaut, deren Blut und Schweiß die Erde tränkten. Wer stark war, wurde in die kaiserliche Armee eingezogen und in die Fremde geschickt, um dort zu sterben. Wer stolz war und sich widersetzte, wurde grausam getötet. Wer aber schwach war und weder die Kraft zur Flucht noch zur Auflehnung aufbrachte, der musste jeglicher Würde beraubt ein Leben im Elend fristen. Gaius van Belsaar, der verhasste Feldherr der 14. Legion, ist tot, aber sein Nachfolger ist noch weit schlimmer. Wir können unsere Zeit nicht mehr damit verschwenden, auf die Hilfe der anderen eoseischen Staaten zu warten. Ihre Versprechen sind nichts als Lippenbekenntnisse. Einen Krieg, bei dem es für sie nichts zu gewinnen gibt, wollen sie nicht führen. Wir müssen unsere Freunde jetzt sofort vom Joch der Unterdrückung befreien. Wir müssen uns gegen die Tyrannen auflehnen. Die Stunde der Revolution ist gekommen! Wer bereit ist, an meiner Seite zu kämpfen, der erhebe seine Stimme! Die Stärke zum Sieg ist unser. Dafür habe ich gesorgt. Bald werden auf dem Hochland von Gyrabania wieder die Fahnen von Alamigo wehen. Die Stärke zum Sieg ist unser. Ich hatte also recht mit meinem Verdacht. Die beiden kenne ich doch. Ich glaub's nicht. Was machen die beiden hier? Ida, Papa Limo, ihr seid wohl auf. Das nenne ich eine Überraschung. Ich hätte nie gedacht, euch ausgerechnet hier anzutreffen. Die Zeit zum Handeln ist gekommen. Im Lager warten kann. Der Ort für ein Wiedersehen könnte kaum ungünstiger sein. Lass uns woanders hingehen. Thank you.
Danke fürs Geleit.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass zwei tapfere Krieger sich für unseren Befreiungskampf interessieren. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich dabei um euch beide handelt? Das ist richtig. Wir würden gerne mehr über die Bewegung erfahren. Eure Befreiungsarmee ist sowohl zahlenmäßig als auch waffentechnisch der kaiserlichen Armee weit unterlegen. Das ist auch der Grund, weshalb ihr bisher einem größeren Zusammenstoß, bei dem ihr nur unnötige Verluste erleiden würdet, ausgewichen seid. Aber mittlerweile scheint ihr die Lage anders einzuschätzen. Ich will dich direkt fragen. Plant ihr, die Galear mit Hilfe eines Primae zu vertreiben? Habt ihr deshalb größere Mengen an Kristallen von einem Ishgarda-Schmuggler erhalten? Keine Ausflüchte. Der Schmuggler wurde von unseren Kameraden gefasst und ist geständig. Lügen ist zwecklos. Und wir wissen auch, dass du nicht der wirkliche Drahtzieher bist. Verstehe. Scharfsinnig und immer auf der Hut vor neuen Primae. Wie man es vom Bund der Morgenröte erwarten würde. Ihr seid doch vom Bund? Es ist wahr. Ich befolge nur die Befehle meines Herrn, des Greifen, und trete an seiner Stelle auf. Wir haben die Kristalle auf seine Anweisung hin erworben. Jedoch nicht in der Absicht, einen Primae zu beschwören. Wir haben mit den Amaljar einen Handel abgeschlossen. Wir geben ihnen die Kristalle, die sie für die Primae-Beschwörung benötigen, und im Gegenzug stellen sie uns Söldner zur Verstärkung unserer Befreiungsarmee zur Verfügung. Für ein bisschen Verstärkung willst du also eine Primae-Beschwörung in Kauf nehmen? Ich glaube, ich höre nicht recht. Selbst wenn es euch auf diese Weise gelingen sollte, euch von den Galear zu befreien, schafft ihr euch so doch nur neue Feinde. Ein ewiger Kreislauf von Rache und Vergeltung. Pfach, große Worte, hinter denen sich ein kleines, zauderndes Herz versteckt. Ein Krieg erfordert die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Niemand weiß das besser als der Greif. Durch schöne Worte alleine werden wir unsere Heimat niemals zurückerobern können. Woher nehmen wir die Gewissheit, dass sich die Kristalle tatsächlich nicht mehr in eurem Besitz befinden? Um endgültig Gewissheit zu erlangen, müsst ihr wohl ins Lager der Amaljar eindringen. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr ihnen die Kristalle entwenden, bevor es zu einer Beschwörung kommt. Ich kann euch aber auch zu unserem Lager führen, wenn ihr wirklich glaubt, dass wir die Kristalle horten. Durchsucht alles. Ich werde euch nicht behindern. Ida und ich kennen uns dort am besten aus. Ich schlage daher vor, dass wir zu zweit das Lager durchsuchen. Was meinst du? Dann folgt mir bitte. Ach, bist du etwa die legendäre Heldin des Bundes der Morgenröte? Ja, natürlich. Nicht wenige Bürger aus Alamigo, die du gerettet hast, wurden durch deinen Heldenmut dazu inspiriert, der Befreiungsarmee beizutreten. Auch ich bin einer von ihnen. Wenn du mir damals in Mühlenbruch die Medizin nicht besorgt hättest, wäre ich heute nicht hier. Doch vermutlich erinnerst du dich nicht mehr daran. Ich danke dir, im Namen aller Bürger von Alamigo. Du bist eine wahre Heldin, die einen Hilfesuchenden niemals von sich stößt. Mögest du eines Tages Zeugin eines freien Alamigo sein. Man kann sagen, was man will, aber immerhin hat der Mann eine Meinung und handelt auch danach. Das ist besser als zu schmollen und nichts zu tun. Wie lange soll das noch so weitergehen? Ach, Papa Limo.
Eines ist jedenfalls sicher. Die Befreiungsbewegung schien lange praktisch tot zu sein. Doch die Eisenmasken haben ihr neues Leben eingehaucht. Sie haben den Stein ins Rollen gebracht. Und jetzt lässt er sich nicht mehr aufhalten. Wenn ich dir einen Rat als Freund geben darf, triff deine Entscheidung. Und jetzt komm, lass uns gehen. Seltsam. So nah am Allerheiligsten keine einzige Wache. Mir scheint, das liegt nicht an der Sorglosigkeit der Amaljar. Hallo, Trantüten. Das hat ja ziemlich lange gedauert. Wieso habt ihr das getan? Hab ich das nicht schon mal erklärt? Wir sollen die Primae abschlachten, die wilden Stämme rufen, damit sie Sehnsucht nach einem stärkeren Gott bekommen. Aber wisst ihr was? Dieses Spielchen der Ashians dauert mir zu lange. Es geht doch viel schneller, wenn wir dich aus dem Weg räumen. Was wird das für ein Chaos, wenn die Kriegerin des Lichts vernichtet ist?
Lass doch mal sehen, ob du zu etwas Nütze bist. Dein Leben für die Leben der Bewohner einer ganzen Welt. Hey, wir haben auch noch eine Rechnung offen, wenn ich mich recht erinnere. Mal um. Alize! Alles in Ordnung. Kümmere dich gar nicht um mich. Gut, vielleicht bewahre ich nicht immer einen kühlen Kopf wie mein Bruder. Zeit, die Sache zu beenden. Was? Wir sind wieder frei. Was wird das, du Knalltüte? Hast du deinen eigenen Plan vergessen?
Keineswegs. Ich folge dem Plan, meinem Plan. Hieltet ihr eine Nova wirklich für die Rettung? Ist euch klar, welch ungeheuer hohen Preis ein solcher Eingriff hat? Diese Stimme. Orianger, bist du das etwa? Verzeiht mir, dass ich für eine Weile im Zwielicht wandelte. Wie konntest du nur? Ich dachte schon, du hättest uns verraten. Erklär uns alles später. Sag mir nur eins. Bist du auf unserer Seite? Immer, Fräulein Alizée. Auf euer Zeichen. Gleich viele auf jeder Seite, aber nicht mehr lange. Alles klar! Das sieht gar nicht gut aus. Schnell, übertragt eure Kräfte auf mein Schwert. Zusammen können wir eine mächtige Klinge formen, bevor sie angreifen. Thank you.
Alize, alles in Ordnung? Ich habe mich schon besser gefühlt, aber es geht schon. Wir haben es geschafft. Das war's. Der Punkt geht an die Helden unserer Welt. Für ein Endergebnis ist es allerdings noch zu früh. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie wir überhaupt in eure Welt gekommen sind? Mit einem Kristall? So ist es. Ein Lichtkristall, um die Seele über Dimensionsgrenzen hinwegzuheben. So wie die Ascians Kristalle der Dunkelheit benutzen, um zwischen die Welten zu fliehen und die Auflösung der Seele zu verhindern. Schön erklärt, Verräter. Anders gesagt, wir sind noch lange nicht erledigt. Der Tod kümmert uns nicht. Ha. Nein, warte! Bedeutet das etwa, dass ihr euren Körper in eurer Welt zurückgelassen habt? Also, dass ihr... Ja, wir haben unser Leben für unsere Mission geopfert. Dabei waren wir anfangs einfache Abenteurer, nichts weiter. Wir wollten nur helfen. Leuten, die uns nahe standen und in Bedrängnis waren. Helden oder Krieger des Lichts wollten wir nie sein, aber Heidelin hatte uns einfach zu stark gemacht. Bald waren wir lebende Legenden. Wir kämpften und kämpften, bis es nichts mehr zu bekämpfen gab. Das Licht wurde übermächtig und jetzt droht alles darin unterzugehen. Verdammt, warum haben wir es nur so weit kommen lassen? Du wirst das ja wohl verstehen, Heldin Eorzeas. Nach allem, was wir angerichtet haben, können wir nicht aufgeben. Niemand versteht das, Arbert, wenn er es nicht selbst durchgemacht hat. Der Tod ist hart, aber aus Einfalt eine Welt zerstört zu haben... Lass uns weiterkämpfen. Für unsere Kameraden zu Hause. Es ist noch nicht zu spät. Nach so viel Leid die Opfer noch weiter vermehren? Es gibt einen anderen Weg. Benutz deinen Lichtkristall, schnell!
Wo sind wir hier? Oh, meine armen Kinder. Welch bitterer Schmerz. Welch unfassbar großes Opfer habt ihr für die Euren gebracht. Minfilia. Heidelin, Lichtkristalle aus zwei Welten sind zu dir zurückgekehrt. Nun kannst du gewiss diejenige freigeben, die anstatt deiner sprach, als dir die Kraft dazu fehlte. Minfilia! Ja, nun will ich erfüllen, was ich bisher nicht vermochte. Einer Welt Rettung zu bringen, wie ich es schon lange versprach. Denn ich habe eure Klagen wohl vernommen. Dessen seid versichert. Euer Flehen verhallte nicht ungehört. Minfilia! Kinder des Lichts, mein Name ist Minfilia. Ich verbinde den Willen dieses Gestirns mit denen, die ihm folgen. Ich bin ihre Fürsprecherin, Heidelins Botin. Ich werde in die erste Splitterwelt gehen, um das alles überflutende Licht einzudämmen. Es ist noch nicht zu spät. Ha, hör auf mit den Märchen. Oder hat Heidelin auch nur einen Finger gerührt, als wir sie angefleht haben? Vergebt mir. Genau wie Zodiac die Asiens braucht, um seinen Willen zu verwirklichen, so kann auch Heidelin ihre Kraft nicht direkt regulieren. Nun aber habt ihr Heidelin etwas von ihrer Stärke zurückgegeben, sodass sie mich von meiner Aufgabe entbinden konnte. Ich war ein Teil ihrer und habe all eure Klagen und Bitten vernommen. Alles wird sich bessern. Eure Welt ist nicht dem Untergang geweiht. Orianger, ich danke dir, dass du hier alle zusammengeführt hast. Als ich hörte, was mit dir geschehen war, schien mir deine Absicht offenkundig. Indem du in Heidelin aufgingst, erlangtest du ihre Kräfte, ihr Wissen, die Perspektive des Planeten. Ich selbst erfuhr von den Ashiens von der ersten Splitterwelt und ihren Helden, die eine so große Bürde auf ihren Schultern trugen. Für einen Moment sah ich unsere eigene Welt dasselbe Schicksal erleiden. Ich musste ihnen helfen. Dazu sah ich nur einen Weg. Heidelin müsste Minfilia in die lichtüberflutete Welt schicken, sobald sie stark genug war. Gestärkt durch Lichtkristalle, die nur bei einer Begegnung zwischen den Kriegern des Lichts und der Dunkelheit hier versammelt werden können. Ich zweifelte nicht, dass es das Beste für unsere Welten wäre. Doch unsere teure Gefährtin würde uns verlassen müssen. Vielleicht für immer. Du hast also von Anfang an in Kauf genommen, Minfilia zu verlieren? Ein Leben für das Los einer Welt. Das war der Tausch. Und du das Pfand, das ich gab, ohne es zu besitzen. All die Erfahrungen, die wir gemeinsam machten, die Erhebenden und die Bedrückenden. Ihr kennt mein Herz. Ihr wisst, was mir etwas bedeutet. Nun muss ich einen Pfad einschlagen, den ich nur alleine gehen kann. Wirst du das wirklich auf dich nehmen? Tancred,
Du hast mir immer beigestanden und dafür danke ich dir. Mein Vater wäre froh, jemanden wie dich an meiner Seite zu wissen. Was du mir gegeben hast, all die Liebe und Fürsorge, will ich nun an andere weitergeben. Auch wenn wir uns nun trennen müssen, so wird mein Herz doch immer bei dir sein. Manchmal vergesse ich, dass du nicht mehr das kleine Mädchen von damals bist. Ich weiß, du wirst es schaffen. Ich habe euch auf allen Wegen begleitet, seit meine Seele ein Teil Heidelins geworden war. Ihr habt das Licht des Bundes hochgehalten. Vielen Dank. Louis Wars starb, Tupsi Marti. Nehmt ihn und bleibt auf der Hut. Wir wissen noch nicht alles. Und der Kampf von Licht und Dunkelheit ist noch lange nicht beigelegt. Unsere Lichtkristalle sind erschöpft. Was bleibt uns anderes übrig, als darauf einzugehen, was sie uns anbietet? Na gut, Heidelins Botin. Wenn wir dir vertrauen sollen, dann habe ich eine Bedingung. Nimm uns mit zurück in unsere Welt. Dort ist alles, was uns etwas bedeutet. Dort gehören wir hin. Nichts für ungut. Wir waren einmal genau wie du, naiv und idealistisch. Aber ob Licht oder Dunkel, darum geht es gar nicht. Du hast gehört, wohin unser Weg uns geführt hat. Denk nach und wähle einen besseren. Kämpf für eure Zukunft. Nun einmal diejenige bin, die zu einem Abenteuer aufbricht, ist ungewohnt. Aber ich will meine Aufgabe erfüllen und dieses Gestirn wahrhaftig vom Leid und Schmerz befreien, so wie du von jeder Mission siegreich zurückgekehrt bist. Das verspreche ich. Ich danke dir für alles, Mutter.